Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir das letzte Mal gewonnen haben. Das Endergebnis dieses Kriegs war ausgezeichnet, zumindest für uns. Wir haben einerseits die zwei Großmächte Frankreich und Russland ziemlich gedemütigt in diesem Krieg. Gleichzeitig haben wir als Österreich die Hälfte der Schweiz erobert und wir haben auch eine Kolonie in Afrika von Frankreich erobert. Hier, Sambesi. Keine schlechte Kolonie eigentlich. An und für sich recht gut. Es sind auch schon ziemlich viele Franzosen dort. Wie machen die das? Verwenden die ihre nationalen Foki für Auswanderung? Ich verstehe es nicht. Ich schaffe das nie, dass so viele Leute dort sind. Naja, wurscht. Egal. Gleichzeitig haben die Franzosen noch eine kleine Kolonie hier verloren, nämlich den Niger an unsere Freunde Skandinavien. Das heißt, Skandinavien ist noch etwas größer geworden in Afrika und Frankreich ist um einiges kleiner geworden in Afrika. Russland ist relativ unbeschadet dahingehend davongekommen, dass es keine territorialen Verluste hatte. Und was uns besonders freut ist, durch das, dass wir Anführer in diesem Krieg waren, konnten wir verhindern, dass Deutschland wieder einen Teil von Frankreich zurückerobert. Was ich persönlich besonders toll finde. Das wäre nicht sehr schön gewesen, wenn sie da das Rheinland oder so verloren dazu gewonnen hätten. Das ist eine sehr mächtige Region, sehr stark. Und um ehrlich zu sein, wir können uns ersparen, dass Frankreich dieses Gebiet an die Deutschen verliert. Gut, ja. Und jetzt warten wir, dass unsere Truppen alle zurückfahren. Wir haben tatsächlich es so gemacht, also ich habe meine Truppen schon eingestellt, wo sie hinfahren. Ich hoffe, sie schaffen das. Der Jemen will tatsächlich ein Bündnis. Naja, wieso nicht? Vielleicht kommen wir so zu einem Gratiskrieg, der gut läuft für uns. Ja, okay. Wie bereits gesagt, muss Maswingo, ah da. Wie bereits gesagt, ich habe meine. Ah, das sind zwei, die nicht weiterkommen. Wo wolltet ihr hingehen, Freunde? Wieso bleibt es nie in Konstanz stehen? Wahrscheinlich wollten sie da durch und durch Württemberg dürfen sie nicht. Dürfen sie noch immer nicht. Na gut, die zweite Armee will auf jeden Fall nach Budapest. Das ist eindeutig. Wohin die 15. Armee will, weiß ich nicht. Die geht einmal nach Schopron und dann schauen wir mal, wo die anderen stehen bleiben. Ah, okay. Gut, hier sind wir auch. Ach weh. Sollen wir sie noch weiter unterstützen? Ja, zumindest diese Rebellen besiegen könnten wir mal. Sehr gut, die ganzen italienischen, die Grenze zu Italien haben wir besetzt. Katowice. Stimmt, der geht da nach Luzern. Das ist doch auch an der Grenze. Schaut gut aus, kommen alle an. Okay.
Das mal sind auch keinen Krieg mehr. Gegen wen haben denn die Krieg geführt? Gegen uns nicht? Oder haben sie mit uns Krieg geführt? Stimmt, die haben gemeinsam mit uns Krieg geführt. Wir ändern gerade unsere Bündnispolitik. Weg von Frankreich, Russland hin zu Deutschland, Osmanisches Reich. Weiß nicht, ob das so klug ist. Naja, wer weiß. Oh, Portugal möchte ein Bündnis. Na, dann machen wir doch glatt. Warte mal, das sind jetzt zwei. Gut, einer von denen geht nach Miskolc und wartet ab, wo dann am Schluss noch was übrig ist. Dort geht er dann hin. Bewusstsein. Okay. Okay. Wir haben in Chianti gewonnen. Na hey, das gefällt mir aber gar nicht. Ah, und eine Rebellion, auch das noch. Kommunisten, elende Kommunisten. Naja, aber das ist eher lächerlich, was die da haben. Gut, der fährt da eh vorbei. Passt. Der ist schon, Mann. So, du gehst nochmal daher, dann daher, dann daher und dann erst daher. Naja. Jetzt nicht so grausam. Zurück. Ah, wo warst denn du hier unterwegs? Mist. Das war ein Fehler. Ich dachte, das ist Katowice und der ist gerade schon angekommen gewesen. Du fährst weiter nach Aussig. Sagen wir mal. Ist ja wurscht. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Puh, ist jetzt ganz schön mitgenommen worden in dem Krieg. Traubenberg. Warte. Gut. So, du holst mir die ab. Ah, warte mal. Sind da eigentlich auch Rebellen? Schaut nicht so aus. Sehr gut. Rebellen sind nur im Heimatland. Schlacht von Sada haben wir auch gewonnen. Breslau. Jetzt mal nach drin ziehen. Wie gesagt, wir müssen da ein bisschen. Nächstes Mal noch ein wenig klar Schiff machen.
So, dich transportieren wir mal daher. Okay, Sol und Prag. Stanislavov. Okay. Wo ist Juri Maguas? Ach so. So. In Chile und Brasilien gibt es auch so Aufstände. Was ist das mit Brasilien? Okay, das ist uns egal, die 3000. Chile ist uns nicht ganz egal. Können wir durch Peru durch? Gut. Ja, mehr Sozialisten und Liberale wieder. Und wir können neue Reformen durchsetzen. Bin ich angekommen? Jupp, gute Nachrichten von Peru. Sollen wir das machen? Wir könnten Fabrikskosten weiter steigern. Nö, wir werden die Renten anheben. Das ist zwar irgendwie doof, weil das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Das ist jetzt Schwammerl. Na, dann helfe ich euch halt nicht mit euren Rebellen. Doch, du solltest, wir sollten ihnen helfen. Ach Gott. Schauen wir mal, was haben wir da? Neutral, 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 da können wir glaube ich abdrehen, die Einflussnahme. Senken. So, wir haben das Repetiergewehr erfunden. Dadurch ändert sich unsere Gefechtsbreite. Das ist sehr gut. Wir könnten Infiltrierung nehmen, damit wir etwas bessere Verteidigungsanlagen bauen. Außerdem könnten wir Panzerfabriken vielleicht bauen. Dann machen wir mal Infiltrierung. Und als nächstes machen wir dann wieder was kulturell-industrielles. Das ist jetzt mittlerweile eh schon relativ egal. Wir sind so schnell, dass wir auf jeden Fall vor Ende des Spiels mit allen Forschungen fertig sein werden. Was ist mit Temeschwar? Oder kämpft man noch? Na gut. So, sind alle Truppen im Land? Sehr gut. Noch irgendwelche außerhalb? Schaut nicht so aus.
Gut, na dann schauen wir mal nach, wie wir die letzten da noch verteilen. Die da gefahren sind. Bis daher gut. Da fehlt uns noch einer. Da fehlt uns einer. Da fehlen uns mal zwei. Einmal. Wo ist der zweite da? Zweimal nach Sench noch einen. Gut, du stehst da auch nur rum. Du kannst auch woanders hin. Nach Bromberg schickt man noch einen. Gut, unser Heer ist wieder gut organisiert. In Tschernauthy fehlt uns ein Pionier jetzt. Das heißt, wir werden da jetzt ganz schnell einen Pionier bauen dafür. Danach, vielleicht gehen wir gleich durch, was da noch alles fehlt. Gelb, das wird schon noch passen. Passt, passt. Naja, passt leider nicht. Na, die kann ich nicht ersetzen. Passt, passt. Passt auch noch irgendwie. Wir haben jetzt hoffentlich eine Friedensphase, wo wir ein bisschen Geld investieren können in unsere Aufpäppelung. Ja, die Kolonialarmeen immer. Da sind zu wenig Leute, da kann ich nichts machen. Das bleibt einmal so. Vielleicht schauen wir uns dann in einer Pause das an. Oh, da fehlt auch eine Einheit. Und zwar, was fehlt hier? Eine Artillerie. So, das war die 9. Armee. Die Kolonialarmee schaut eigentlich besser aus, als ich dachte. 10. Armee. 11. Die schauen auch besser aus, als ich dachte, obwohl sie ziemlich mitgenommen wurden. Ja, die schauen auch noch gut aus. Auch gut aus. 13. Armee ist supi. 14. 5. Kolonialarmee. Perfekt. 15. Armee. 16. 17. 18. Da fehlt, aber das haben wir schon gemacht. 19. 20. Überseearmee. Ah, das sind die. 21. 22. Was Rotes dabei. Die werden wir mal ersetzen. Dafür gehst du nach Olmütz. Jetzt muss ich sowas. Deutsche, Slowake, Tscheche, Slowaken, Slowaken, Deutsch. Machen wir da eine norddeutsche Infanterie. So, das war die 22. 23. Passt auch. Und das war's schon. Na gut. Na, schaut ja nicht so schlecht aus eigentlich. Gut, sobald wir die drei Armeen aufgebaut haben, können wir natürlich
So, die fahren zurück nach Sench. USA, Japan, Italien, USA. So. Und jetzt glaube ich, sollten wir halbwegs friedlich weiterleben. Ah nein, lassen wir da bei 40% dabei noch. Ich glaube, ich habe ein paar Schiffe zum. Lassen wir auch auf 70%. Wieso können wir da auf 100% gehen? Das verstehe ich nicht jetzt. Dem Hurra-Patriotismus. Was bedeutet Hurra-Patriotismus? Maximaler Veta 100%, aber ich habe die doch die Genfer Menschenrechtskonvention, da sollte ich doch nur auf 90% kommen. Verstehe ich nicht ganz. Na gut, muss ich auch nicht verstehen, hoffe ich. Ah, bin wir doch da mal drinnen. Hey, das ist aber neu. Gab es ein Update? Diese Dinger da. Ich hab noch nie gesehen. Ignore Decision off. Keine Ahnung, was das soll. Na gut. Vielleicht haben sie wirklich ein Update gemacht, ein kleines. Wie schon gesagt. Katz- und Maus-Gesetz. 4 Militanz in Tirol oder 5 Bewusstsein. Na, Bewusstsein klingt gut. Aus Sachsen wurde uns folgendes Ergebnis berichtet. Event Name, Event Decision. Das ist interessant. Sachsen auf 40 gestiegen. Was könnte Event Name und Event Decision gewesen sein? Eine gute Frage. Naja. Auf jeden Fall versuchen sie mit Deutschland gut Freund zu sein. Yes, Prestige für ein bisschen Militanz. Das gehört schon mir. Schaut schon viel besser aus. Ja, die Spannung müssen wir in Kauf nehmen. Schauen wir mal an. Wie sind das mit den Spannungen? Tja, es gibt weit spannungsgeladenere Gegenden noch. Griechenland könnte sich hier sein letztes Stück aus dem Osmanischen Reich raushauen. Das wäre schon sehr schön, wenn wir die Osmanen auf diese Art und Weise auseinandernehmen, ohne dass wir gegen sie Krieg führen müssen. Auch die Russen haben jetzt Probleme, nachdem sie den Krieg verloren haben, und die Deutschen sowieso noch immer. Tio, aber... Wow. Bist du wahnsinnig, was ist denn jetzt passiert? Was haben denn die Osmanen jetzt gemacht? Sozialistischer Realismus, juhu! Das ist ja toll. Die wachsende Kluft Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen elitistischen und populären Kulturformen schloss sich mit dem Aufkommen neuer antiliberaler Politikideologien. Um als Gegenreaktion im Namen des Volkes gegen die kulturelle Avantgarde der wachsenden Staatsmacht zu fungieren,
Sowohl in faschistischen als auch in kommunistischen Regimes entstanden so neue künstlerische Werte, die Werke hervorbrachten, die die Massen nicht nur verstehen konnten, sondern sie zur gesellschaftlichen Übernahme der dargestellten Werte ermutigte. Die kulturelle Elite wurde vor eine harte Wahl gestellt, entweder die staatlich verordneten Kreativitätsbeschränkungen der eigenen Arbeit akzeptieren oder der Vergeltung des Staats für die Herausforderung seiner Autorität ins Auge sehen. In kommunistischen Regimes wurden diese neuen künstlerischen Werte als sozialistischer Realismus bekannt. Faschistische Regimes hatten vergleichbare staatlich auferlegte stilistische Werte. Ja, ihr kennt das alles, das sind diese heldenhaften Arbeiter im Kampf gegen das Böse oder sowas in die Richtung. Vakuumröhren, ist das cool. Wir können Fernseher bauen irgendwann einmal. Zurzeit nur Radios und Telefone und Elektroteile. Aber die dafür besser. Futurismus, der ist cool. Den mag ich sehr gern. Der ist in Italien aufgekommen, hauptsächlich, soweit ich mich entsinnen kann. Als die Hinterfragung der Werte und Strukturen der viktorianischen Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts in intellektuellen Kreisen Eigendynamik entwickelten, brachten einige Intellektuelle vor, zur Schaffung einer glänzenden Zukunft, den der Aufstieg der industrialisierten Zivilisation versprach, sei ein klarer Schnitt mit der Vergangenheit notwendig. Der Futurismus begann als künstlerische Bewegung, die neue Materialien und stilistische Techniken umfasste und versuchte die Essenz der materiellen Macht und Geschwindigkeit einzufangen. Schon bald verbreitete sich der Futurismus als ein Gedanke, der die konventionellen Strukturen der Gesellschaft herausforderte und deren Ersetzung mit einer neuen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Ordnung verlangte, welche der Realität der industriellen Gesellschaft umfasste. So etwas Ähnliches wie der sozialistische Realismus, nur für die Intellektuellen quasi. Jo, das schaut gut aus. Osmanen zerfallen vollkommen. Bist du wahnsinnig? Da hinten gibt es auch so einen Aufstand. Wie kann das sein? Was gibt es da hinten, was unbedingt eigenständig werden will? Kurdistan? Arg. Wenn Kurdistan entstehen kann, dann unterstütze ich das. Großbritannien, Russland, Skandinavien, Italien. Boxergräueltaten, schon wieder diese Chinesen. Die in Rechtschaffenheit vereinigten Faustkämpfe, im Volksmund als Boxer bezeichnet, eine chinesische Bewegung, die sich für die Restauration der ihrer Meinung nach aufgrund der europäischen Expansion nach Asien eingebüßten chinesischen Unabhängigkeit einsetzt, hat in China ein Massaker unter europäischen Missionaren und Kaufleuten angerichtet. Ist das arg? Unsere Missionare und Kaufleute, zusammen mit den Europäern, die ihnen in die Hände fielen, wurden auch mehrere christliche chinesische Konvertiten brutal abgeschlachtet. No sehr was. Die chinesische Regierung scheint sich über diese Gräueltaten keine Sorgen zu machen und Gerüchten zufolge soll die kaiserliche Qing-Regierung der Bewegung stillschweigend Unterstützung gewähren. Das ist ein Skandal. Verlieren 5 Prestige, noch sehr was. Wir verlieren Prestige auch noch dadurch, dass diese Wahnsinnigen sich irgendwelchen europäischen... Schlage den Boxeraufstand nieder, Kriegsgrund gegen das chinesische Reich erhalten. Ja, ich finde auch, dass das ein Skandal ist. Das haben sicher noch mehrere gekriegt, diesen Kriegsgrund. Na gut. Den überlegen wir uns, ob wir den nehmen werden. Nächstes Mal. Dieses Mal hören wir auf für heute. Krieg ist jetzt nicht gut. Das Osmanische Reich ist kurz am Zerfallen. Bin mir nicht sicher, ob ich das machen will, aber da ist schon britisch. Ich frage mich gerade, ob die Briten so einen Kriegsgrund auch haben. Wahrscheinlich sogar. Und sie sind in einem Bündnis mit uns. Wer ist noch in einem Bündnis mit uns? Eh keiner mehr, oder? Frankreich hasst uns mittlerweile. Japan ist nicht mehr in einem Bündnis mit uns. Wieso nicht? Deutschland könnten wir ein Bündnis anbieten dann. Italien auch.
Hey, Russland ist relativ gut drauf uns gegenüber. Gut, wir werden schauen. Vielleicht kriegen wir ja Deutschland ins Boot. Das ist etwas, was wir nächstes Mal machen. Bis morgen und bis dahin wünsche ich eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes.